Alter, was geht ab, Leute? Und willkommen zu einem Gigatina Raid und willkommen zum Quest Day. Wir starten das Event ja mit dem Gigatina Raid. Brauchen noch einen guten. Heute wahrscheinlich eher der Fokus auf Gigatina, also zumindest bei mir. Und die Quest halt nebenbei, weil es läuft 9 Stunden. Und nicht vergessen, also jetzt ist eigentlich zu spät. Ich hätte es eigentlich nochmal erwähnen müssen, aber 11 Uhr Freundschaftsaufstieg mit allen Leuten. Glück sei an. Passend dazu ein Doppel-Raid hier und dann ja, ein bisschen EP machen. Schauen wir mal, was heute so geht. Ich meine, ich werde nicht die ganzen 9 Stunden durchzocken. Also vielleicht schon, aber wenn dann nur für die Raids, aber nicht für die Quest. Ist ja kein Bonus aktiv oder so. So, schauen wir mal. Ah ja. Ja, nur noch heute und morgen und Montag eine Chance. Also gestern hätte ich, war der erste Tag, aber da war ich nicht unterwegs für Gigatina. Keine Zeit. Also eigentlich nur heute. Also eigentlich ist nur heute wirklich eine Chance. Weil morgen ist eigentlich auch nichts geplant. So. Und wenigstens mal über 19, aber nicht das, was wir haben wollen. Mit einer Hand kann ich fangen, deswegen schalte ich euch mal ab. Wir sehen uns beim nächsten Raid und dann, wenn ich ganz viel EP mache mit den Freundschaften. So, Raid Nummer 2. Ein paar 100k EP sind schon reingekommen. Was wollen wir hier sehen? Oh, wir verbessern uns. Langsam und stetig. Am Ende des Tages sind wir beim 100 angekommen. So. Ich muss euch wieder kurz wegstellen und dann check mal die EP ab. Zeit für EP, Leute. Beste Zeit. EP-Zeit. So, Erntezeit. Bam, 100.000. Bam, 100.000. Also 200.000. Bam. Bam. Danke an alle Zuschauer für diese gute Kooperation. Boom. Boom. Wir haben noch keine einzige Quest gemacht, Mann. Boom. Okay, das war's. Moment. EP-Check. 158 Millionen ungefähr. 2 Millionen noch. Auf geht's. Endlich die ersten Quests, die ich abholen kann. Ich habe vor mir fleißig angeklickert, aber bisher noch kein Shiny dabei. Und ich muss aufpassen, dass ich die Quest nicht zu hart stapel, weil das erste Pokémon aus der ersten Quest, die ich habe, im Stapel, ist ein Shiny Ergolactyr. Kann man mal haben. Und nix. Yay, wir haben's. Loturzel. Theoretisch müssen wir keine Quest mehr machen, weil mehr als einen brauche ich nicht. Der kann nicht fliehen, also nicht dasselbe wie bei Gekkebo. Also wenigstens treffen sollte man. Oh, das reicht mir. Jetzt nur noch von mir aus anklicken, dann können wir nur noch raiden. Bam. IV-Check. Ich habe gehört 256, so, ja, tot. So, Shiny Nummer 2. Ist sogar noch schlechter als der davor. Und den schnell. Und schon hat sich die Gruppe getrennt. Ein paar wollen Raids machen, ein paar wollen noch mehr Quests machen. Vielleicht trifft man sich wieder. Schauen wir mal. Yeah. Weiter geht's. So. Hi. Wir nehmen noch einen Gigatina mit. Wir haben schon, aber es kommen gleich noch welche. Ah, okay, gut. Okay. Ich kenne mich aus Oberhausen. Und, aus Oberhausen? Wir haben uns auch getroffen bei der Safari-Zone, weil ich komme eigentlich aus der Nähe von Oberhausen. Oh, okay. Aber ich bin die Woche erst beruflich hier gewesen. Ah. Und kann man ganz gut nutzen, das Event jetzt eigentlich. Ja. Also, hab schon gut was geschafft. Ne, ich war hier an der Uni, da an der TUM. Okay. Weil ich arbeite an der Fernuni in Hagen und die schreiben halt hier teilweise ihre Klausuren und da muss ich Aufsicht machen. Oh, so. Okay. Und nebenbei zocken natürlich. Ja klar, immer.
Hey, noch ein Lotur zu Shiny. Was mich so gar nicht juckt, oder? Ich war noch vor mir und dann war es das mit dem Event. Ich finde das Event richtig schlecht, aber mehr dazu später noch. Okay, Leute, es geht weiter. Event hat mir zwar jetzt nicht so, nichts Besonderes, Loturze juckt eigentlich keinen, von mir auch nicht wirklich. Aber man muss nicht rumholen, man kann auch einfach reinhauen. Dementsprechend da vorne ist gleich der Startpunkt, wo ich damals mit TZ abgegangen bin. Wenn wir da sind, dann wird nochmal reingehauen. Und dann schauen wir mal, wie die Ausbeute dann so ist. So Leute, mehrere leidende Stunden später. Also würde das Event nur 3 Stunden gehen, es wäre schon längst vorbei. Und jetzt kommt endlich erst mein erstes Shiny vor mir. Der Rest der Gruppe, ja, die meisten haben sich schon verabschiedet. Der harte Kern, der ist jetzt Bus gefahren, weil hier einfach zu viel los ist. Es ist Samstag, gutes Wetter. Und ja, im Bus konnte man eigentlich ganz gut die Shinies halt anklicken, also die potenziellen Shinies. Und die hatten echt alle 2 Minuten Streit einer von den Shiny. Abgesehen von mir. Ich bin nochmal hier zurück, um mit meiner besten Freundin ein wenig zu chillen. Und sie hat mir Glück gebracht, direkt ein Shiny vor mir. Ich bin fertig heute. Ich brauche nur noch gutes Gigatina und dann ciao. Ist der nächste Morgen. Ich entwickle mal was. Das war mein besten Shiny. Reden wir noch ein bisschen über das Event. Ah ja, übrigens, Zeitumstellung war heute Nacht. Das heißt, heute Abend sind wir wieder ganz normal ab 21 Uhr live. Könnt ihr gerne vorbeischauen im Livestream. So. Ja. Ich habe 3, wie ihr gerade gesehen habt, Shiny Loturzu gefangen. Und ein Shiny vor mir. Ja, ich weiß nicht, was ich genau sagen soll. Abgesehen davon, dass ich eben 2 neue Shinies habe, weil Questay hat mich irgendwie so gar nicht gejuckt. Ich konnte einfach nicht die Motivation aufbringen. Nachdem ich ein Shiny Loturzu bekommen habe, also den ersten, Motivation, Quest zu machen, gleich hier unten im Keller. So, da haben wir den. Wie heißt der? Oh, jetzt habe ich es nicht geschaut. Weil ich muss ja noch meinen maxen. Ludicolo. Ludicolo. So, der ist zum Glück schon ein bisschen höher. Schwer zu erklären, aber mir hat es echt nicht gefallen. Ich war sogar eigentlich, um ehrlich zu sein, ein bisschen gelangweilt. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung zum Event. Das Event an sich war nicht schlecht. Die 9 Stunden sind sehr, sehr gut angekommen. Ich habe eine Menge Shinies gefangen. Problem ist, mich interessieren die Shinies nicht. Ich brauche nur einen und das war's. Eigentlich brauche ich nicht mal den einen, aber zumindest den einen. Ja. Ich brauche keine 10, 15 Stück von Loturzu oder so. Deswegen Motivation nach einem. Einfach weg, Mann. Einfach weg. Ich habe einen gemacht. Danach habe ich nur noch wirklich kaum noch welche gemacht an Quest. Und dann halt versucht, Shiny vor mir zu bekommen. Der hat ein bisschen länger gedauert. Und zwischendurch gab es halt ein paar Gigatina Raids, um mich bei Laune zu halten. Da leider ein bisschen zu wenig, deswegen muss ich heute nochmal raus und versuchen, da irgendwo welche zu machen. Haben nicht so viele Leute Interesse an Gigatina, deswegen wird es schwierig heute. Aber ich brauche auf jeden Fall noch einen und ich habe keinen Bock zu warten, bis er irgendwann nochmal ein Shiny da ist. Ich will ihn jetzt halt haben. Schauen wir mal, was geht. Das seht ihr dann morgen im Video. Auf jeden Fall, ich bin halt nicht der Shiny-Sammler, Jäger. Mich interessiert das einfach so null und diese Shiny-Events. Ja, keine Ahnung. Wenn es so weitergeht und der Fokus von Niantic nur auf Shinies beruht. Mir hat einfach der Bonus gefehlt. Also im Vergleich dazu der letzte Quest-Day. Da gab es halt Staubbonus. Das heißt, selbst wenn ich genug Shinies hatte. Ja, der Staub hat mich auch interessiert und hat mich weiter am Ball gehalten. Es war ein neues Pokémon. Dementsprechend habe ich die Bonbons gebraucht. Ich habe das Lucky noch gebraucht, das heißt, ich brauchte mehrere davon, ich habe Shiny gebraucht. Es hatte eine Zweigentwicklung, dementsprechend hat man mehrere davon gebraucht, um sicherzugehen, dass man alle Formen hat, als Lucky und Shiny. Hier übrigens 23, 23. Attacken sind noch nicht optimal, aber ich habe nicht so viele TMs. Ja. Und jetzt von diesem Curse Loturzu habe ich halt gar nicht gebraucht. Lucky hatte ich schon, 100 hatte ich schon, Bonbons habe ich natürlich genug. Ein Shiny und das war's. Was aber nicht unbedingt schlimm ist, es muss ja nicht jedes Event voll interessant sein und voll durchgezockt werden. Ich kenne natürlich viele, die haben jetzt die ganzen 9 Stunden gezockt, die haben mehrere 10, 20 Shinies gefangen und 200, 300 Quests erfüllt und hatten ihren Spaß.
Aber mich hat so gar nicht gereizt. Aber zurück zum Thema, was ich eigentlich sagen wollte. Man muss auch nicht die ganze Zeit durchzocken. Es muss nicht immer ein geiles Event sein. Man nimmt halt ein paar Sachen mit und dann war's das. Dann lebt man sein Leben weiter. Niantic muss nicht immer ein Event schaffen, das interessant genug ist, um es maximal auszunutzen und zu zocken. Es ist nicht schlimm, dass sie so ein langweiliges Event einführen, wo man einfach schnell mal zwei neue Shinies mitnimmt und dann war's das. Dann spielt man nicht mehr Pokémon den Rest des Tages. Ja Leute, das war so meine Meinung zum Event. Hatte ich Spaß? Nicht wirklich. Aber egal, muss man nicht immer haben. Zwei neue Shinies, abgehakt und ja, weiter geht's. Auf zum nächsten Event. Oder jetzt zum Beispiel heute ein paar Gigatinas jagen. Aber ja, mach mir halt Gedanken um die Zukunft des Spiels. Weil Niantic hat eigentlich null Content. Und ich weiß nicht, ob überhaupt irgendeine Art von Content geplant ist. Ich weiß nicht, ob sie denken, dass neue Shinies Content ist. Oder ob sie das notgedrungen als neuen Content verkaufen. Aber mich interessiert Shinies halt so null. Und wenn das die Zukunft von Pokémon Go ist, dann weiß ich nicht so genau, was ich in der Zukunft so machen werde. Also das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.